Ich sag, ich rede leise zu Ortak. Ich habe langsam immer mehr und mehr Lust, die Leute hier loszuwerden. Die sind echt unangenehm. Ich glaube, die können uns echt noch Ärger machen. So wie der sich hier schon aufführt, der plant doch sicherlich irgendwas. Irgendwas, was nicht gut ist. So wie alle Bosse. Ja. Nur er ist gerade der Einzige, der halt dicht dran ist und uns direkt in die Scheiße reiten würde gerade. Also ich bin jetzt nicht ein Freund, Leute einfach auf Verdacht umzulegen. Nee, das will ich auch nicht. Noch will ich sowieso keinen umlegen. Ich bin halt. Ich gebe dir nur den Rat, sehr vorsichtig zu sein bei den Leuten. Und auf alles gefasst zu sein. Mit Lenny und Hugus kriegen wir das schon hin. Ja, ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass es auch nur bei der Anzahl an Personen bleibt. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor, was der macht. Ich muss meinen kurzen Wurf machen. Auf der Standheim, oder? Nee, auf wie gut kann er denken? Okay, ja. Bin auch der Auffassung, dass dieser Boss da, der Lore, mehr weiß, als er uns sagt. Ja. Die Frage ist halt, was weiß er? Auch diese Aufstellung ist halt sehr interessant. Das ist das hat so das Gefühl, als würde er versuchen, unsere ganze Gruppe als Geiseln zu halten. Dafür sind wir zu viele. Ja, aber wenn du bedenkst, er ist mit der Pörscherin hinten, vorne ist die Sklavin, in der Mitte ist... Für einen Pörscher bist du manchmal erstaunlich unaufmerksam, andersrum. Die Pörscherin ist vorne, mit Grin. Ach ja, stimmt, er hat Bunny nach vorne geschickt. Bunny war ja die Pörscherin. Ja, da habe ich kurz irgendwie. Nein, Bunny ist die Vollstreckerin, die steht. Jordi. Achso. Irgendwie komme ich gerade als Spieler komplett durcheinander mit den Sachen. Sorry. Ja. War nicht Murdoch ja mit den Namensproblemen? Mohan. Mohan? Mhm. Ja. Apropos Mohan. Ich möchte, ja. Dass du einmal auf Verstand würfelst. Gerne. Ein Erfolg. Ja. Du hast irgendwie das Gefühl, Moment, das schreibe ich zu dir. Ja. Das behältst du logischerweise für dich. Ja. So. Dann. Ihr lauft hier so weiter und kommt am Ende in der Zone. Ich möchte mal bitte, dass die drei Leute, die vorne, die zwei Leute, die ganz vorne sind, einmal einen Wurf auf Auskundschaften machen.
einen Erfolg habe ich. Auskundschaften. Komm. Ich habe zwei Erfolge. Zwei Erfolge? Ja. Okay. Moment. Die Seite verloren, die ich hatte. Ja. Euch fällt auf, dass die Wälder, in denen ihr euch befindet, nicht mehr so gut sind, wie sie vorher mehr waren. Also sie sind doch sehr schon abgeholzt und hier und da sind auch komische Spuren im Boden. Solche Spuren habt ihr noch nie gesehen. Anders gesagt, wir können die Spuren auch nirgendwo auch nur ansatzweise zuordnen, oder? Ihr könnt die überhaupt nicht zuordnen. Gut. Möchte sonst noch jemand machen, bevor wir in die nächste Zone gehen? In die Zone D15. Kann ich mich irgendwie umschauen, Herrn, um mal festzustellen, ob irgendwie sich noch irgendwo Leute versteckt halten, die. Das hast du quasi Auskundschaften gemacht. Okay, gut. Okay. Gut, dann. Ja. Dann habe ich es quasi ja schon gemacht. Gut. Ich rufe mal nach hinten. Ey, Eloa! Das Gebiet hier. Wir waren hier schon mal. Das sieht anders aus als vorher. Letztes Mal haben die Bäume noch gestanden. Ja, hat wohl jemand Holz gebraucht, ne? Für mich sieht alles normal aus. Gibt es Schleifspuren? Was? Gibt es Schleifspuren von Holz? Also. Hier sind nur ein paar Baumstümpfe. Tatsächlich. Haben wir Holz für die Palisade von hier geholt? Nein. Fragst du bei dir dann rum? Das wisst ihr. Ja, wie gesagt, es sollten ja Leute da dort gesehen worden sein. Also sag ich hier so bei mir und unseren kleinen Krüppchen, was da. Ja, da sind ja die beiden. Also du stehst ja quasi mit Katie, mit den beiden Hundeführern und vor den beiden Chronisten. Vor den was? Vor den beiden Chronisten und hinter den Hundeführern. Ja. Also nee, sind nicht die zwei Leute ganz vorne, die anderen beiden? Ich dachte, die zwei Pirscher ganz weit vorne, dann nee, kommen Pirscher, die anderen dann die Vollstrecker plus Mörder. Ah. Und dann die Hundeführer, dann du als Hehler mit Katie, dann die beiden Chronisten, dann Eloa und Bunny. Ah, okay. Moment. Ja, ich hab's kapiert jetzt. Ja, ich stell trotzdem an die Gruppe nicht, dass es nicht heißt. Aber ich weiß auch nicht, wie wir stehen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel abfotografiere. Da fehlt auch noch Katie. Katie habe ich zum Hehler mit zugefügt. Ja, okay. So. Ihr kommt in die nächste. Die erste Stunde ist übrigens vorbei. Wir haben so zwischen. Ja, wir haben so gegen 11 Uhr, kurz nach 11. Quarzig, möchtest du in der Zeit was gemacht haben? Ich würde einfach am Projekt arbeiten. Dann mach das mal bitte. Ach ja. Gut. Ja, ich baue einfach also Ausdauer. Ding. Ne, kein Erfolg. Oh, okay. Ja, du bist trotzdem so ein, zwei Stündchen bist du trotzdem beschäftigt, ja. Ne? Glücklicherweise. So. Dann kommen wir in die Zone, nächste Zone. Ihr seht es langsam schon am Horizont, wenn auch sehr klein, ein Türmchen. Also
in der heutigen Zeit würde man das einfach als Block für einen Geringverdiener bezeichnen. Also wir reden hier von einem Hochhaus, was so ein 15 Stöcke hat vielleicht. Boah, es ist schon höher. Oh, schon ein bisschen höher, okay. Und daneben ist komischerweise, oder ziemlich in der Nähe, ist ein Leuchtturm. Der passt da überhaupt nicht mit rein. War der vorher schon da, oder konnten wir, oder waren wir bisher noch nicht so weit vorgegangen, dass wir den hätten sehen können? Den Leuchtturm habt ihr jetzt nicht direkt gesehen gehabt, der ist schon relativ weit weg. Ihr habt mich so in die Ferne geguckt gehabt. Ja. Das ist so, was ihr auf den ersten Blick seht. Gut. Ihr seid in der Zone. Wollt ihr was machen? Ich guck noch mal, ob ich irgendwelche Pflänzchen finde. Ja, dann bitte einmal auskundschaften. Nö. Okay. Mohan. Ich möchte quasi... Okay. Ja. Lina fragte dich, ob ihr nicht mal kurz eben abseits wollt, eben mit den Hunden vielleicht mal eben kurz noch mal um die Ecke gucken, um zu erkunden. Um vielleicht, ob die was entdecken oder riechen. Also schon ein weiteres Stück weg, dass man einfach schon ein bisschen weggeht. Ja. Okay, dann geht ihr jetzt weg. Diego, und ihr bekommt das natürlich alle mit, ne? Dass die beiden Hundeführer sich jetzt deutlich von... Die kapseln sich schon deutlich ab. Ich nehme meinen Bogen in die Hand und stecke schon mal einen Pfeil an. Mir ist das Ganze gerade nicht geheuer. Ich guck den hinterher. Ja, die verschwinden jetzt in dem dichten Wald. Und ihr quasi bleiben wir gerade stehen oder? Nee, die lauf weiter. Die lauf weiter. Kann ich die Zone währenddessen irgendwie auf Gefahren quasi untersuchen? Also meine typischen Perschen? Achso, okay. Okay, dann habe ich irgendwie gedacht, dass wir schon in der nächsten Zone wären. Ihr seid in der Zone, wo ihr schon wart. Das war quasi die letzte Zone, die ihr gesucht hattet. Okay, gut, dann habe ich das kurz falsch verstanden gehabt. Okay. Dann bin ich einfach nur sehr vorsichtig wegen den ganzen um mich herum. Ich vertraue den Leuten überhaupt nicht, den Neuen, in Anführungszeichen Neuen, ja. Ja, ihr seht, dass vor euch, also ich rede jetzt erstmal mit Ortak und mit Murdoch. Ihr seht, dass vor euch, also Krinn und Jordi haben immer schon einen gewissen Vorsprung vor euch, weil die einfach schon ein bisschen genauer gucken, ne? Ja. Dass die sich aufteilen. Einer geht nach links und einer geht nach rechts. Also, was sie bevor die überhaupt nicht gemacht haben. Ich würde sagen, wir folgen Krinn. Ich vertraue Krinn immer noch mehr als der anderen. Also ihr kommt auch nicht so schnell hinterher, wie die sich durch den dichten Wald manövrieren, ne? Also sind einfach quasi auch weg. Ja. Ich würde sagen, wir halten uns Richtung Krinn. Das Problem ist, wenn wir die Frontlinie hier auflösen. Nach vorne kommt was Gefährliches. Ist alles hinter uns ziemlich tot. Das stimmt. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass die hinter uns auch folgen. Also euch fällt mir wieder aus, dass da vorne die Gruppe, also sprich die drei Verstecker plus Murdoch, unruhig werden. Kann ich irgendwas in der Ferne wahrnehmen, was potenziell gefährlich sein könnte? Moment. Diego, ich möchte, dass du einen Begreifenwurf wirfst. Um 2 erschwert. Nö. Nee. Alles klar. Was wolltest du jetzt, Murdoch? Kann ich irgendwie... wahrnehmen, ob irgendwie potenziell eine Gefahr voraus ist oder so. Also, kann ich da irgendwas in die Richtung einschätzen? Oder
abgesehen von der normalen Gefahr in der Zone. Ja, abgesehen natürlich. Das ist das normale Standardmäßige, das ist mir durchaus bekannt, aber... Halt mit der Auskundschaften und auch um zwei erschwert, weil wir in einem dichten Wald sind. Okay. Die zwei Erschwerten, die sind dann zusätzliche Würfe, wenn ich mich nicht irre, oder? Zwei Negativwürfe. Ja. Also die ziehst du die erstmal ab und dann guckst du, ob du noch negative hast. Und die musst du dann würfeln. Und dann abziehen. Ne, oder dann, wie war das? Man würfelt die und wenn die... Würfel erstmal. Wenn nichts bei rumkommt, dann ist ja auch egal. Ich habe einen Erfolg. Und da habe ich die beiden Negativen schon mitgewürfelt, die haben nichts ergeben. Gut. Ja, also dir kommt so ein einfach ein beklemmendes Gefühl. Du kannst halt nicht sonderlich weit schauen, aber dir ist das nicht geheuer. Also du warst jetzt ja schon in der Zone so ein paar Mal und irgendwie wirkt diese Zone nicht so, als wäre sie so vertrauenswürdig. Was genau ist, kannst du nicht erkennen. Mhm. Oh, Tag, irgendwie kommt mir hier das alles sehr komisch vor. Also, die Zone ist ja von sich schon eigentlich nicht normal, aber das ist sogar noch unnormaler hier irgendwie alles. Ich habe echt kein gutes Gefühl gerade bei der Sache hier. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir zumindest unseren Teil der Truppe hinter uns nicht verlieren. Und uns dann weiter in Richtung Krinn bewegen, weil ich da aufgrund von Krinn ein etwas sichereres Gefühl habe als bei der anderen, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Ich gehe zumindest davon aus, dass Krinn uns weniger wahrscheinlich in den Rücken schießen würde als sie, um es mal so zu formulieren. Als du das ausgesprochen hast, schlägt Lenny Hugus volle Breitseite ab. Du bist ein Verräter. Was willst du hier überhaupt mit uns? Lenny Hugus. Was ist denn dich gefahren, Lenny? Hey, was ist denn los? Der rennt weiter auf den zu. Der will ihn weiter einfach nur... Also, der ist in so einem Rausch. Der gehört doch zu denen. Die wollen uns ja alle nur umbringen. Und ihr merkt von dem, was Lenny normal von sich gibt, also dieses... Der spricht ganze Sätze. Sehr entschlossen. Das ist komisch. Da kann irgendwas nicht stimmen. Geht er schon wieder unter dem Einfluss von diesem komischen Mörder? Knüppelt ihn mal nieder. Er zieht mittlerweile auch seine Axt. Hugus ist... Also Hugus hat einen richtigen Treffer, der ist komplett, der ist benommen, tatsächlich. Hugus ist K.O.? Ist benommen. Ah. Er steht und ist einfach nur am Taumeln. Hm. Ich habe euch jetzt 20 Sekunden zu reagieren. 10 Sekunden zum Reagieren. Ab jetzt. Ich versuche mal zwischen Lenny und Hugus zu stellen. Alles klar, dann stehst du jetzt vor dem und Lenny holt zum Axtschlag aus. Holt zum Axtschlag aus. Ja, ich werde mich mal verteidigen. Huch, das waren Würfel zu viel. Meine Würfel hauen schon auf. Vier Erfolge. Vier? Ja. Das ist solide. Ist solide, okay. Ja, du wehrst deine Attacke tatsächlich ab. Wie viel habe ich noch über? Drei. Drei.
3 über habe. Er scheint sich bei dem Schlag, den er versetzen wollte, auch selbst verletzt zu haben, übrigens. Scheint sich selbst verletzt zu haben. Okay, meinen übrigen Sachen. Also ich entwaffne ihn mal. Das wäre dann ja. Einer. Schon mal weg. Mit den anderen zwei. Was mache ich mit den anderen zwei? Mit den anderen zwei mache ich einfach Schaden. Gut. Das heißt, 2 Schaden machst du, ne? Ja. Bullshit. Ich kann nur einmal Schaden machen. Das macht Waffenschaden. Das ist 3. Sorry. Ach, du machst 3 Waffenschaden. Ja. Ja, Lenny geht zu Boden. Lenny geht zu Boden. Lenny geht zu Boden. Ist nicht gefahren, Lenny. Moment, ich muss mal so auswürfeln. Wo waren die Scheiße? Mal kurz gucken. Ich will ja sagen, die scheiß Traumata waren. Ja. Hoffen wir mal, dass du ihn nicht gekillt hast. Das wäre nicht gut. Ich habe nur einmal sanft. Ich habe ihn sanft berührt. Mit da. Aber das wird sie verarschen. Lenny spricht nicht mehr mit dir. Der ist auch nicht mehr ansprechbar. Der ist nicht mehr ansprechbar. Scheiße. Ich versuche den Puls zu messen. Hat er noch Puls? Kann ich das messen? Ich hab Heilen. Also ja, du kannst mir nicht sehen. Gut. Dann Heilen. Empathie. Heilen hab ich 1. Die habe ich 3, dann sind's. Übrigens um 1 erschwert. Okay. Moment. Wer noch mehr? Entschuldigung, minus 2. Um 2 erschwert, oder? Ja. Fuck, okay. Gut, das war nicht. So. Hey, ein Erfolg. Ich komme bei einem Erfolg raus. Du kommst bei einem Erfolg raus? Ja. Ja. Du merkst, dass er äußerlich keine Wunden hat und dass er noch Puls hat. Keine bange Ortag, er lebt noch. Noch. Er scheint auch nicht verletzt zu sein. Er scheint einfach nur irgendwie geistig. Es kommt Blut aus seinem Mund. Ah, also quasi Körnerschütterung. Blut aus seinem Mund heißt er. Nee, Mund gebrochen. Probleme mit der Lunge hat. Ist wahrscheinlich eher eine Rippe gebrochen. Oder hat sich die Zunge abgebissen. Ja. Kann ich sehen, ob die Zunge noch dran ist? Ja. Hugo steht wieder. Hugo sei schon. Lenny steht wieder auf. Ich gehe einen Schritt zurück, weil ich Schiss habe, dass er mich angreift. Initiative zu würfeln. Initiative, das war einfach. Alle? Witz, ne? Also ich auch? Ja, bitte. Ich bin ja nicht da, ne? Nee, du bist nicht da. Was muss man für Initiative machen? Ich meine, es war ein W6. Ich meine, es war auch ein W6. Ich glaube auch, dass es ein W6 war. Initiative, seit der 85. Bin ich hier quasi da. Initiative, ein W6. Ja. Eine 3. Eine 2. 5. Diego, damit fängst du an.
Ja, ich zieh mal Katie und mit positioniere mich hinter Eloa und Bunny müsste das sein, ne? Genau, und Bunny. Und wir sind hinter den Kundisten quasi, okay, ja? Ja, also wir gehen da ganz nach hinten. Ja. Yeah. Mit Katie. Gut. Du bist einen Schritt nach hinten gegangen, Murdoch, ne? Ja. Ja, sodass ich quasi ihn, vorher stand ich ja mehr oder weniger in 3 Jahren, du hast also dass ich halt möglichst nicht direkt an ihm an ihn dran stehe. Halt leicht versetzt neben Ortak, so ungefähr stehe ich jetzt. Dass Ortak quasi einen Ticken dichter an ihn dran steht als ich, aber ich immer noch mehr oder weniger neben Ortak stehe. Ja. Ja, Ortak. Vor dir steht ein. Steht der liebe Lenny. Und er prügelt auf dich ein. Versucht auf mich einzuprügeln. Ja, wie Ortak das immer so macht, der verteidigt sich halt. Das scheint äußerst effektive Strategie zu sein. Diesmal in die Etappen wird das besser. So wie Niklas aussieht, war es mal wieder nicht so guter Wurf. Die Frage ist für wen. Oder ein sehr, sehr guter. Ja, die Frage ist halt für wen nicht so guter Wurf. 3 Erfolge bei mir. Ja, Lenny kippt vor dir um. Overanstrengend. In allen Worten, er holt aus, macht ein Pirouette und fällt um. Du blockst ihn halt. In Anführungszeichen. Und er kippt halt um. Das Blut aus seinem Mund wird mehr. Er ist, also da seht ihr auch aus. Wenn, jetzt ist übrigens Kampfsituation vorbei. Ja. Ihr seht, dass der wieder sichtlich im Arsch ist. Das machst du nur immer. Kann ich auf irgendein Wissen würfeln, ob ich weiß, was das mit dem Blut aus dem Mund zu tun hat? Oder können das nur die Chronisten oder sowas wissen? Weil das erscheint mir jetzt sowas als etwas, was normal nicht natürlich ist, sage ich mal so. Was das durch weiß irgendjemand jeder, anderen. Dass das von irgendjemandem hervorgerufen wurde. Ja, du kannst mal versuchen, nochmal auf Heilen zu würfeln. Okay. Erschwert um 3, weil du sichtlich eingeschüttet bist, dass jemand, der Blut kotzt, Anführungszeichen Blut kotzt, aufgestanden ist, um auch mal jemanden anzugreifen. Okay. Ja. Nur einen negativen Erfolg, also nichts. Du hast aber nicht strapaziert, fehlgeschlagen. Nein, ich habe nicht strapaziert. Gut. Also einfach nur, ich habe keine Ahnung. Ja. Merkst, dass da kein Puls da ist. Ich glaube, er ist tot. Ich merke keinen Puls. Brustkorb bewegt sich auch nicht mehr. Also er scheint auch, glaube ich, nicht mehr zu atmen. Andererseits ist er schon mal wieder aufgestanden. Ich bin da die ganze Zeit jetzt vorsichtig. Der Kaido ist arschleise. Leise? Dann mache ich mich lauter. Ja, besser? Jo, ja. Viel besser. Jo. Sorry, Murdoch, dass ich unterbrochen habe. Ich habe bloß kein Problem. Wie zur Hölle tötet man sich mit einem Faustschlag selber? Vielleicht warst du doch härter, als er gedacht hat. Da ist er nochmal aufgestanden. So hart kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Das ist ja das irgendwie. Er hat dich geschlagen. Offenbar ging es ihm danach nicht so gut. Dann hast du ihn geschlagen. Danach ging es ihm noch mehr nicht so gut. Dann ist er aufgestanden, hat dich wieder geschlagen und dann ist er nochmal umgekippt. Das ist. Also irgendwie. Hugo schüttelt sich neben euch und sagt: Ich bring den Kerl mal weg. Was hast du vor mit ihm, Hugo? Das braucht dich nicht zu interessieren. Ich mach, was man mit einem guten Soldaten macht. Es könnte aber Ortak interessieren.
Ich helfe dir beim Buddeln. Ja, und geht in den Wald. Ich komme mit. Ich komme mit. Mir ist das denn nicht geheuer, ich bleib bei Ortak. Wir gehen übrigens in die Richtung, wo auch Lina und Mohan hingelaufen sind. Okay. Mohan, du kriegst davon nada mit. Okay. Ja, ja, die beiden waren ja schon weg. Ja. Was macht der Rest? Vorhin, also abgesehen von Mohan und... Ne? Während wir gehen, rufe ich den anderen, also hauptsächlich Diego, das noch zu. Lenny hat keinen Puls mehr, wir gehen ihn wahrscheinlich jetzt begraben. Ja, ich sag dann, ja, sollten wir uns besser dazugesellen. Wieso? Ihr wartet doch schon mal, ihr wisst doch, wo es lang geht, oder? Ja, aber never split the party. Die beiden da vorne werden schon wieder zurückkommen und die anderen werden uns schon wieder einholen. Wir sind ja nicht die Schnellsten, ne? Und der Joe geht weiter mit den beiden Chronisten. Und Bunny.